Herzlich willkommen zu meiner heutigen Roomtour bei Tears of the Kingdom. Ja, wie besprochen, habe ich seit dem letzten Part meine Bude gebaut. Man könnte auch sagen, meine Zockerbude. Ja, und sie ist fertig. Ich habe 15 von 15 erlaubten Modulen verbaut, auch wenn die Planung dort doch ein bisschen anders wurde als das, was ich beim letzten Mal noch gekauft habe. Aber seht selbst, Leute. Das ist meine Hütte. Ja, von außen ist sie ein bisschen lame, ich weiß, ne? Und ich habe die Eingangstür auch eher in Richtung Pfad gelegt, damit ich da mal gleich rausgehen könnte. Aber gut, Leute, lasst uns einfach mal eintreten. Wie gesagt, es sind 15 Module verbaut. Sehr, sehr, ja, basic, denke ich mal. Ich wollte einfach das Maximale rausholen, weil ich ja halt unbedingt meine Waffen ausstellen möchte oder halt ablagern möchte. Deswegen sind die Räume halt ein bisschen... Ja, ist nicht viel Abwechslung. Ich habe auch einige Räume rausgeschmissen, also doch keinen Kunstraum, keine Göttinnenstatue-Raum. Aber dafür außerhalb einen schönen Stall angebracht für mein Pferdchen. Und der meinte auch, die stehen in Kontakt mit den Pferdefreunden, sodass ich hier einfach ein Pferd einlagern kann. Das ist schon mal eigentlich ganz cool, ne? Wenn wir auch noch gleich machen. So, und dann habe ich ja dadurch hier, dass ich diesen komischen Eingang habe, mit dem Stall, habe ich so eine ganz komische Ecke. Und da habe ich mir gedacht, ey, warum nicht? Hüps. Obendrauf ist einfach das Flüsschen, oder nee, der kleine Teich ist einfach obendrauf, weil die Form halt so super gepasst hat, ne? Und dann fiel mir erstmal auf, guck mal, den Fisch habe ich noch gar nicht. Darf ich den einfach nehmen, oder ist der für immer weg denn? Ich meine, ich brauch's doch für die Sammlung. Na, warte mal, ich kann aber zumindest mal ein Foto machen, ne? Ich mach mal ein Foto davon, falls er wirklich der einzige Fisch ist, den es davon gibt. Album ab hier saved. Yay, cool, ein Dreifarbkarpfen. Okay. Ja, super. Danke, danke. So, jetzt sammle ich ihn einfach ein. Ich hoffe, der kommt einfach irgendwann nochmal neu. Und dann kann man die züchten? Yeah, eine preisgekrönte Zuchtvariante des Rüstungskarpfens. Er ist schöner als sein wilder Bruder, aber hat aber als Kochzutat keine besonderen Effekte. Ja, er sieht wirklich schick aus, ne? So, kommt der irgendwann nochmal wieder? Ich hoffe. Ach, ansonsten, Leute, der Teich hier, der ist eh nicht so im Sichtfeld, ne? Aber okay, gehen wir mal rein, Leute, in die gute Stube. Ah, ja. An sich, ja, ich habe halt zweimal jeweils ein Vierfachzimmer und ein Dreieckszimmer möbliert geholt. Einfach, weil man da dann halt andere Räume noch ranbauen kann. Und dann ist hier unten mein Schildraum, mein Bogenraum, wo ja eigentlich noch ein Bogen hinkommen müsste. Wie gesagt, damals gab es den Twilight Princess Bogen, ne? Mal gucken. So, und hier, ich habe extra mein Hylia-Schild ausgerüstet, weil der soll auch schon mal hier hin. Auch wenn er nicht mehr ganz frisch ist, er ist ein Special... Er ist einfach special. Habe ich jetzt irgendwie... Ich habe jetzt nur noch... Also, okay, nehme ich das hier. So, er ist aber ein Special-Schild. Ne, deswegen soll er da einfach auch mal ausgestellt werden. Sehr, sehr cool. Und ansonsten ist hier unten, ja, der Eingangsbereich. Oh, ich konnte doch leider das Studierzimmer nicht verbauen, weil das ist so ein doofer Einzelraum. Der passt halt nirgendwo ran, ne? Aber ich habe hier eine Küche. Das finde ich eigentlich ganz cool, immer in der Lage zu sein, zu kochen und halt auch Zeit verstreichen zu lassen. Dann hat man hier die Treppe in den zweiten Stock. Und der sieht eigentlich ganz genauso aus. Ne, ganz genauso, auch wieder so ein Vierfachteilerraum. Und wo denn hier oben alle meine Waffen, die ich natürlich nochmal nach Größe sortiert habe, ausgestellt sind. Neben meinem Schlafzimmer, was auch schön im zweiten Stock ist. Und ja, sonst hier die ganzen Waffen, alle seltenen Waffen und alle epischen Heldenwaffen. Und warum ist Kushi gerade hier rumgeflackert? Was war das denn hier? Durchzug? Eigentlich sind keine, auch wenn es von außen ein bisschen doof aussieht, eigentlich sind hier keine Lücken. Und deswegen... Ist ein bisschen schade, dass es keine Fenster gibt, ja. Und auch, dass man irgendwie die Außenfassade ein bisschen hübsch machen könnte. Zum Beispiel ein Dach. Das wäre auch nicht schlecht, so ein schönes, schräges Dach. Ich meine, in Taburase haben die auch alle ein Dach. Ja, so ein schönes, eckiges, aber... Naja, nee, ich weiß ja. Mir ist ja bewusst, das ist ja nur ein ganz kleines Feature in Tears of the Kingdom, dass du da einfach eine eigene Bude bauen kannst. Und ja, schade, ey, dass man nur 15 Module bauen kann. Das könnte man doch viel größer machen. Und mit einer geilen Außentreppe und so. Aber naja... Ich denke mal, am austauschbarsten wären halt meine, ja, meine Waffenausstellungsräume. Da könnte man, wie seht ihr, hier könnte ja so ein Kunstzimmer hin. Dann könnte hier die Statue hin. Aber nee, ich will das ja als Ausstellungsort für meine Waffen benutzen. Und ja, Leute, das ist mein Haus. Cool, ne? Ich denke mal, ja, ziemlich basic gebaut. Einfach mit den größten Nutzen an Ausstellungsmöbeln. Und hier nochmal schön, wie von oben aussieht die Form. Ja, von außen, ne? Aber hey, aus dem Pfui in Hui, sag ich mal. Das war mein Prinzip dahinter. Aber geil wäre so ein schönes Deckenlicht, ey. Also wenn ihr einfach so ein Fenster hättest, aber... Nein, nein, das wäre zu viel verlangt. Ich weiß, es ist bloß ein kleines Feature. Ne, und beim Bauen offscreen fiel mir noch auf, dass das eigentlich ganz cool gelöst ist, dass wenn man zu viel Räume hat oder einen Raum gar nicht mehr will,
Weil irgendwie gibt's die Option nicht, ja, einlagern bitte. Ne, das, aber erklärt der Typ dir denn, du kannst das einfach außerhalb des Baubereiches einfach abstellen. Und wenn du dann den Baumodus beendest, dann räumt er das einfach weg. Ne, deswegen habe ich auch alles noch in meinem Lager. Und ich habe jetzt echt wenig Geld. Ich habe nämlich nochmal viel ausgegeben und gekauft und dann doch wieder verworfen und eingelagert. Aber naja, weil das ist mein Haus. Cool, ich finde das ein lustiges, sehr schönes Feature. Und hier komme ich sehr gerne zum Entspannen her. Ne? Ja, wie gesagt, der Eingang ist halt eher jetzt hier beim Weg. Weil der Typ soll nicht in meine Eingangstür mal reingucken. Oder ich will den nicht sehen, wenn ich morgens immer hier rauskomme, wisst ihr? So, wir machen jetzt ein Pferd reinholen. Soll ich dein Pferd in dieses Modul bringen? Eins einer Pferde? Oh, Alter, welches Pferd soll ich denn dorthin bringen? Ey, geil, eigentlich müsste es Epona sein, oder? Der Schimmel, Phantom, Zweiti, Pünktchen, Goldi, Big Horse, Mann. Oder noch nicht, Alter, noch richtig viele Plätze noch. Nee, Mann, meine Namen. Aber eigentlich müsste Epona hier sein, oder? Einfach, weil es ja auch so ein Special-Pferd ist. Ja, komm, Epona, holen wir mal hierher. Epona, korrekt? Ja, Pferd abgeben. Alles klar, ich werde mich mit den Pferdenfreunden in Verbindung setzen und alles Nötige in die Wege leiten. Geil. Ja, und dann soll es einfach hier auch zu Showzwecken einfach rumstehen. Ich habe Epona ins entsprechende Modul gebracht. Wenn du dein Pferd mitnehmen willst, gib mir von dem Modul aus Bescheid, in dem es sich befindet. Ah ja, Pferd wählen, tatsächlich. Aber man kann nur ein Pferd. Oder man kann natürlich noch mehrere so eine Ställe bauen. Aber ist das cool. Jetzt steht hier einfach mein Pferdchen rum. Perfekt. So, Leute, ne? Ich hoffe, euch hat die Roomtour gefallen. Alter, dann habe ich nicht den besten Room, ne? Ich weiß, es hat kein Badezimmer. Aber ich erleichtere mich einfach immer hier denn. Hier so. Und buddel das dann zu, wie so eine Katze. Aber naja. So, heute stehen Bilder an. Ich habe nochmal schön die Stallquest nochmal gelesen. Und an sich können wir gleich zwei Fotos in Goronia holen. Für den Stall am Berg und für den Stall am Sumpf, weil der eine will ja einen Goron in einer Quelle baden, sehen, abmalen. Jo, dann müsste eigentlich noch die Bildrechte abtreten, aber naja, ich mache einfach ein Foto, ne? Der Gorone wird niemals rausfinden, dass der irgendwo als Bild nackt, wie er badet, zu sehen ist. Na, das andere war ja dieses Daruk-Monument. Das müssten wir eigentlich auch einfach abfotografieren können, das müsste ja einfach auch sein. Die haben da bestimmt einfach nur die Steinwand geupdatet. Und wenn ich schon mal hier bin, ich versuche nochmal ein bisschen mehr Geld mir zu holen, weil ich habe echt zu viel Geld verschwindet. Ach, zu viel Geld ist einfach weg. So, da sind die Monumente. Ah, da oben, das ist da, Alter, richtig oben rangebaut, Daruk. Reicht das schon von hier? Oh ja, tatsächlich. Daruk-Monument. Wird ein bisschen verdeckt. Geil, wird behalten, abgesaved. So, und ich guck mal ganz schnell, wie viele Edelsteine habe ich denn wirklich. So, kurz mal sortieren. So, nach Typi, ja. So, ich meine, ich habe ja die wichtigsten Sachen, guck mal hier, davon kann ich nochmal 10 raushauen, je nachdem, wenn sie mich fragt. Alter, hab ich hiervon viel? Ja, eigentlich, abgesehen von Diamanten, ich kann echt nochmal, komm, die sollen mir mal ein bisschen was geben hier. Die Gute, ne? Wo haben wir sie denn? Sag nicht, die ist jetzt ja nicht da. Die ist doch immer hier, oder? Uff. Hey, normalerweise steht die hier. Hallo? Ma'am? Ich brauch doch Geld. Hat die irgendeiner jetzt vergrault hier? Wo ist denn mein Mann? Oder ist die irgendwann nicht immer da? Ich meine, jetzt haben wir Achso. Nee, da steht sie. Da ist sie. Ja, ich habe mich bloß am Ort hier. Neue Materialien. Ich brauche Kohle, Mann. Na, wenn du mich ansprichst, heißt das, du willst Cash haben? Ich kaufe 10 Diamanten. Ach, habe ich gerade nicht. Hast du noch was anderes? Ja, im Moment bestimmt das Einzige. Komm, hast du noch ein bisschen was anderes? Oder musst du jetzt... das müssen jetzt 10 Diamanten sein. Och, Mann. Die endet das echt bloß, wenn man verkauft war. Mann, ich hab nur 4. Ach nicht, na denn Geschäfte, ich hoffe dir zwar nicht nur Edelsteine ab, aber naja. Okay, ich muss mir ganz schnell bei dem hier die Diamanten kaufen. Alles zum halben Preis, ein Tausi. Alter. Nee. Na schön, dann muss ich wohl erstmal nochmal warten und irgendwann später mir wieder Geld holen bei der Dame. Lala. Ja, das war halt alles sehr teuer, ne? Ich hab die Möbelhäuser mir geholt, ich hab mir halt richtig viele Klamotten noch gekauft. Da schwindet das Money. So, der richtige Weg ist, genau, hier die Goronquellen. Haps. Da chillt denn einfach einer. Haps. Hups. Das war halt der, den wir auch schon um Tipps gebeten haben, ne? So, Masters doch mal wieder switchen. Ob nur zu Showzwecken gerade aktiviert und angelegt. Uff. Naja, Salz, damit kann ich nicht anfangen, Mann. So, hups, hier ist ja schon gleich der Weg. Um, dididim, nups. Hoppala. Juppie.
Komm schon, war denn? Ansonsten habe ich hier keine Fotos mehr. Man regt mich auf mit den. Ich würde ja gerne Geld haben. Dann muss ich vielleicht die einfach regulär mal verkaufen. Ich meine, bei der Gerudo-Frau kriegst du ja im Prinzip nur quasi ein gratis verkauft. Und das ist jetzt eigentlich so viel. Nee. Das muss doch nicht sein. Oh, Feuer. Hilfe! Nö, dann verkaufe ich die einfach so. Meine ganzen Opale. Habe ich davon viel, ey. Ja, die braucht man auch. An sich bräuchte man die auch für Rüstung, aber. Nee. Nee. So, guck mal hier, Kollege. Du bist es hier. Tschüss. Ja, Gerone in einer Thermalquelle. Guck mal. Tschüss. Geil. Abgesaved. So, haben wir schon mal zwei Quests fotografiert. Ja, gebe ich die jetzt so gleich ab, jo, ne? So, das eine ist halt wirklich hier am Stall am Berge. Ne, der will den Big Goron. Nee, der will Daruks Face haben. So, dann gehen wir mal gucken, ob wir nochmal zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können, weil wir müssen zu dem Berg Lockdrift. Wo ich auch erst dachte, das ist ein anderer Berg, aber nee, der ist nur in der Nähe von Angelstedt. Der Berg, wo wir halt auch noch nicht waren. Ich weiß da auch nicht, ey. Das ist da, wo dieses große Herz einfach ist, ne? Dieser Herzsee. Da waren wir halt noch nicht. Und ich hoffe, zwei Fliegen mit einer Klappe, weil ich da einen Sasori-Baum vermute. Whee! Dass wir da auch noch gleich den Kirschbaum fotografieren können für jemanden, der so ein anderes Foto will. Oh, jetzt mal wieder ein bisschen Money. Ups, nein. Link, bleib ganz ruhig. Gut. Ja, schöne Sachen und Pfeile. So, ist gut. Ah, die liegt nur einer. Die sind wertvoll. Du. Oh, hier ist ja der Typ schon wieder. Den habe ich gar nicht. Oh. Ey, wie bin ich denn an dir vorbeigelaufen, sag mal? Ja, irgendwie ist ja auch nicht. Wirkt fast so, als ob du mich ignorierst. Ja, überleg mal warum. Ich stütze dich. Ja, ich unterstütze dich auch. So, ich weiß am besten, wie schön das ist, wenn man unterstützt wird, ne? So. Oder mal ein bisschen. Nicht ganz in der Mitte, weil sonst kann ich dir wieder nicht dahin schieben. So, das reicht ja schon fast. So, jetzt aber noch den kleinen Penöpel hier. Tschuck, ey, geil. Jetzt einfach hier rinstülpen. Rinstülpen? Es geht nicht zu stülpen. Okay, dann muss ich das doch etwas tiefer anbringen. So, Knacks. Also eher hier so. Tschuch. Okay, das ist natürlich jetzt, ein bisschen. Sollte aber klappen. So. Alles klar. Kannst loslassen, Hoshi. Ach du Obelst, danke für deine Hilfe neulich. Lass mal los. Kannst du mir bitte mal eine Anzahl nennen, wie oft ich dir jetzt noch helfen muss? Sag doch mal bitte. Kerzen gerade. Ja, steht von alleine. Danke, Mann. So, ich mach das so, zurre das hier fest und so. Cool. Alles picobello. Alles ready. So, ich weiß, dass es von dir 81 Versionen gibt. Habe ich davon wesentlich schon die Hälfte? Ich konnte es fest im Boden verankern. Jetzt ist es richtig cool zu stützen. Hier als Dankeschön ein Zwacken. Mann, ich habe so wenig Geld. Außerdem musst du nach alter Arbeit auch hungrig sein. Hier, Mann. Boah, Ausdauerpilz, Reisbällchen. Ich bin eigentlich noch zu größerem Dank verpflichtet. Hier, Mann. Ein Übernachtungsgutschein, ist das nicht cool? Ja. Gut, dann bin ich mal weg. Tschüss. Mann, wie viel habe ich denn jetzt schon von ihm aufgestellt? Was mit dir eigentlich? Ach, macht das Spaß, ey. Ja. Finde ich auch. So. Ich habe das Bild, was du willst. Na, Link, siehst du immer noch diesen leeren Bilderrahmen an? Sag bloß, du hast ein Foto mitgebracht. Ja. La. Dann krieg die größte und letzte Belohnung von hier mit den Treuepunkten. Alles zum halben Preis. Von hier aus brechen viele Reisen nach Koronia auf. Ein Bild des Daruk-Monumentes wäre schon geil. Ich hab eins. War wirklich? Zeig es mir bitte, das Bild von Daruk, dem Dicken. Hier, Mann, das geilste Bild. Oh, wunderbar, ist genau das Bild, das ich sehen wollte. Ist zwar ein bisschen verdeckt, sein Grinsen, aber hey, ich würde es zu gerne abmalen. Darf ich es mir ausleihen? Ja, das ist wahrlich der Recke Daruk. Wenn man nur dieses Bild sieht, ist man schon überwältigt von seiner krassen Stärke. Und jetzt brauche ich nur noch etwas Zeit, um es abzumalen. Keine Sorge, ich mache hinne. Ekelhaft. Boah, richtig schöne Farben hat er benutzt. Cool. Ich wusste es doch, das war perfekt in diesem Stall. Danke, Link. Einfach atemberaubend. Wenn du ein Bild von Daruk gehandelt hast, dann kann ich es immer wieder upgraden. Ne? Hier, ein Stallpunkt. Ja. Vier Bilder noch. Und bitte nimm auch das hier. Ein unverzichtbares Mittel auf Reisen durch schwierige... Tja, du hast leider nichts in deiner Tasche mehr übrig. Ich wollte eigentlich noch eine geile Medizin überreichen.
Unsere Stallehre gebietet es uns, dir eine angemessene Belohnung für deine Verdienste zukommen zu lassen. Wir werden sie dir gerne überreichen, wenn du etwas Platz geschaffen hast. Okay. Aber hey, der Stall ist, dieses Bild im Stall, ist noch nicht erledigt. Es ist einfach noch nicht erledigt. Was esse ich denn jetzt hier? Ich habe ja nur so einen komischen Scheiß hier, ne? So, Elektroschutz für 4 Minuten, das kann mal weg. Meine ganze Medizin. Ich werde immer sortieren hier nach Effekt. Okay, einfach nach Effekt sortiert. Ja, schön. Schön, schön, schön. Hier meine ganzen Angriffsboost-Dinger, die ich mal offscreen gemacht habe. Das hier ist da auch irgendwie Tempo. Mal her, Tempo kann ich mal ein bisschen boosten. Und dann hier so, Alter, Röstnüsse. Und Wildreis. Ja, komm, mit mir auch her. So. Alles klar, Kumpel. Quest erledigt. Na, willkommen in unserem Stall, Link. Möchtest du übernachten? Normales Bett kostet. Nee, lieber nicht. Da fällt mir etwas ein, Link. Ich habe Gerüchte gehört, dass der Pferdegott selbst in Akala auch so. Hey, Mann! Du willst mir noch was geben? Okay, quatsch mal mit dem. Oh, Link, hast du schon deine Belohnung für die gerahmte Kunst erhalten? Nein. Ihr wolltet mich hier scammen. Nee. Wir haben das nicht vergessen. Hier ist deine Belohnung als kleines Zeichen. Alter, Brandschutzmedizin. Danke, wird gleich weggekippt. Damit werde ich jetzt die Haie vergiften. Dann kann das Bild im Rahmen beliebig oft austauschen und sagt einfach Bescheid. Vielen, vielen Dank. Bitte Beehrung Sie derzeit wieder. Das Bild am Stall der Berge. Abgeschlossen. So, und dann jetzt halt noch schön zum Stall. Hier, was hier, das war ja hier. So, und der wollte einen Goron nackt beim Baden sehen. Wohl Gorons sind sowieso allgemein relativ nackt. Ne, so ein bisschen immer hier, mal da und so. Ja, ich weiß ja nicht. Aber Leute, wisst ihr was, ey? Wir neigen uns dem Ende des dritten großen Aktes, ey. Was wir erledigen wollten. Alle Nebenquests. Ne? Und dann fehlt bloß noch das allerletzte, was vielleicht auch am längsten dauert. Mal gucken. Halt wirklich die Karte auf 100% zu holen. Das ist das letzte große. Und das wird halt nochmal so viele kleine Unterpunkte beinhalten. Ich weh's. Aber irgendwie freue ich mich auch schon drauf. Was zum... Alter, ich hab doch gar nicht gehabt. Eine Heugabel, traditionelles Bauwerkzeug, einfach geklaut. Du, bumm. Holzpfeile. So. Ach ja. Jenseits der Berge, ja. Geil. So, hier, ich hab auch dein Bild für dich. Na, Link? Siehst du immer noch den leeren Bild an? Ist so traurig, das Bild, ne? Ich weiß doch auch nicht. Wie lange das immer laden muss, oder muss der Typ erstmal herkommen? Ich dachte, ein Bild eines Goron in einer Thermalquelle wäre richtig geil zum Aufhängen. Das wäre richtig geile Werbung für die Thermalquellen. Ich hab ein Bild. Boah, echt? Zeig mal her, Mann. Ein Goron in einer Thermalquelle? Hast du ihn auch wegen seiner Rechte gefragt, ob ich das wirklich haben darf? Nö. Aber Goronen sind eher so Chili-Milli. Guck ihn dir an. Den ist das egal. Genau das, was ich sehen wollte. Ich würde zu gerne ein Bild von diesem Stall aufhängen. Darf ich es abmalen? Weil wie malen die das denn ab? Oh, diese Quelle sieht so einladend aus. Und guck mal, wie glücklich der Goron aussieht. Am liebsten würde ich die Arbeit liegen lassen und gleich aufbrechen. Nein, das war nur ein Witz. Ich würde selbstverständlich niemals meine Arbeit vernachlässigen. Nein. Jetzt brauche ich nur noch etwas Zeit, um es abzumalen. Keine Angst, ich bin ein guter Maler. Aber bitte verbreite nicht die Gerüchte, ich würde meine Arbeit niederlassen. Nee. Ich bin ein gewissenhafter Arbeiter. Ich arbeite gerne 40, 50 Stunden Woche. Kein Problem für mich. Klingt nicht toll? Ja, super. Deine Work-Life-Balance will ich nicht wissen. Ich wusste es doch. Das passt perfekt zu diesem Stall. Welch ein Anblick. Solange auf dem Bild ein Goron in der Thermalquelle zu sehen ist, male ich es jederzeit gerne wieder ab, ne? Hier ein Teil auf Kleid, ein Stallpunkt. Ja. Noch 3 Bilder abgeben. Und bitte nimm auch das hier. Spezialität unseres Hauses. Oh, Sport-Gemüse-Curry. Ich bedanke mich noch einmal für dieses hervorragende Bild. Bitte bär uns jederzeit wieder. Na, das überlege ich mir noch. Da haust du rein. Sehr schön, Leute. Bild am Stall des Waldes abgeschlossen. So, ich überlege, ob ich bei dem hier nochmal schnell was verkaufe. Du bist doch ein Händler, oder? Na, auch ein Reisender? Was hatte ich auf Wanderschaft verschlagen? Ich suche nach Hieroglyphen, weißt du? Das sind gewaltig große Zeichnungen mitten auf dem Erdboden. Da muss ich auch noch ein Foto von machen. Gerüchte selber, soll es in der Nähe hier eine geben, Mann? Ich dachte, du bist ein Händler. Ja, ich muss mich ein bisschen umschauen. Naja, was soll's, Mann? Okay, der doch nicht. Ist denn irgendwie... Ah, hier ist Terry. Ich weiß, ich soll von dem ja nie wieder was kaufen, weil seine Preise kacke sind. Nun gibt's etwas, was sie brauchen, Mann. Ich verkauf dir alles. Juhu, so. Ja, hier aus den Dingern halt eine Leuchtsamen. Die müsste man eigentlich alle verkochen, kriegt man ein bisschen Geld, aber das ist jetzt nicht für den Part, ne? So, aber ich habe halt so viele Steine. Hier habe ich über 100 Stück, ey. Da kann ich ja mal ein bisschen... sagen wir mal 60. Ja, habe ich immer noch über 100. Einfach mal 60 wegballern. 1800. So.
Alles klar, Mami, weiß man immer, was man will, ne? Also ich habe über 300 von den Dingern. Okay. Bernstein mal ein bisschen her damit. So, nochmal. So, habe ich immer noch richtig viele davon. Juhu, danke, Mann. Und einfach 40 davon, ey. Ja, aber langsam wird es natürlich, also bei denen lohnt es sich vielleicht wirklich, bei der Gerudo-Frau zu verkaufen. Aber wartet mal, ich habe ja noch ein bisschen hier. So, das sollte ohne drin sein, alles klar, 14 Stück. Wir müssen ja eh noch in ganz viele Höhlen, ne? Dann nehme ich ja eh alles wieder mit. Ja, eigentlich, stimmt eigentlich. Also kann ich ja mal ein bisschen ausrasten. So, das Geld ist eh gleich wieder weg, wenn ich mir bei den Gerudos, na, ihr wisst schon, wenn ich mir bei den Gerudos die Klamotten da kaufen muss. Ah, Alter, 8000. So, das ist schon mal sehr schön. Ich habe immer noch so viel, ne? Das ist schon geil. Und die ganzen Monstermaterialien, was man auch verkaufen könnte, aber nee, da überlege ich halt noch, das muss ich halt für Rüstung dann doch mal wirklich aufheben. Aber okay, gut. Jetzt fühle ich mich besser mit viel Geld. Wo hat Terry eigentlich so viel Geld her? Naja. So, also dann hoffentlich mal zu den nächsten Fotobildern. So, hier ist der Berg Lockdrift, ne? Und da soll man irgendwie ein richtig schönes Bild bekommen von einem Sonnenaufgang. Da das so weit oben ist, guck dir das an, wir sind hier ja nicht lang gegangen. Hier steht bestimmt auch nochmal der Typ mit seinem Schild rum. Naja. So, ich gehe mal in den Berg. Hoffe, kann mich schnell raus teleportieren. Und dann von oben da einfach hinfliegen. Ach ja. Da, 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 da. So, ich glaube, zu jeder Steinart, ihr habt so ein Diadem, denn die kosten alle über 1000, Mann. Diamantending, Rhodonit-Halsband oder Stirnband, denn so irgendwie. Ja, ich muss mal gucken, ne? Oh, der tropfnasse Schrein. So. Ja, okay, ja, nur Salz will ich jetzt eigentlich nicht haben. So, komme ich irgendwie gut raus? Oder muss ich mich echt irgendwo rufstellen? Na, ja! Das wäre ich auf den Schrein geklettert. Hätte ich auch kein Problem mit. So. Das hat lange gedauert. Also, dann wusste. Oh, der Dragon! Nee, hier so, hier muss ich hin. So, da lang. Ganz schnell. Oh, der ist trotzdem so hoch, der Berg. Ne, ich werde schon irgendwie da hinkommen. Hoppala. So, Sonnenaufgang ist natürlich nicht der Rede wert. Gibt es nicht. Aber, ja, dann mache ich da oben einfach ein Feuer. So, und ich hoffe einfach, dass hier auch noch so ein Kirschbaum ist. Weil den haben wir, glaube ich, bei dem anderen Herzsee, mit dem kaputten See, mit dem kaputten, gebrochenen Herz. Und, och, Angelstätte, kann ich den Turbo nicht benutzen. Ernsthaft? Ach. Ja, du bist jetzt in Angelstätte, nö. Du kannst es nicht boosten. Ja, danke, Spiel. Es ist ja. Wo ist denn. Tulin? Okay, egal. So, hups. So, ich wollte ja bloß eine kleine Abkürzung nehmen. So, falls hier aber nicht irgendwie der Sasori-Baum ist, ja, dann könnte ich auch zu ihm selber gehen, zu dem Sasori-Baum. Oder zu diesem großen, der auch in der Quest erwähnt ist. Aber ich glaube, es ist ja jeder Kirschbaum gemeint. Mann, nicht Sasori, Satori, Mann, ihr wisst schon, man, diese komische blaue Fantasy-Vieh. Ihr wisst schon. So. Hier ist der Weg zu Ende. Überlegung wäre halt echt, ob ich den Weg da nochmal runterlaufe, um zu gucken, ob der Schildtyp hier ist. Quest ja nicht mehr, aber. Oh! Na, du, ist jetzt hier gar kein verliebtes Ehepaar oder so? Gar kein verliebtes Pärchen ist hier? Warum das denn nicht? Ja, wo. Ich guck mal ganz schnell, ob hier irgendwas im Wasser ist. Nö. Oh, da war doch damals so eine süße Quest hier. Jetzt hat hier gar keiner mehr Bock. Okay. Ist zwar traurig, aber. Ja, haben sich ja zwei damals gefunden, ne? In Breath of the Wild war das. Oder haben die sich gefunden oder war das eher nur. Ach nee, der Typ ist eklig, den will ich nicht. Oh, ein kleiner Krok. Der Krok ist noch verliebt hier. So, ja, warte mal. Sind das einfach nur Ballons? Ja, okay, sehr schön. Cool, einen kleinen Krok gefunden. Oh, ob ich die Geoglyphe da fotografieren kann? Das wäre natürlich cool. Machen wir so zwei Fliegen mit einer Klappe. Komm schon, du musst da irgendwie gehen, weil ich kann doch nicht irgendwie von. Oh, warum? Ja, ich soll ja so eine Geoglyphe von oben fotografieren. Aber irgendwie. Sagt das Spiel irgendwie? Nö. Na gut, ich mach erstmal wieder Holz. Alles Holz hinlegen, um ein schönes Foto hinzukriegen. So, in die Hand bitte. Und schön bei meinem Firestone.
Vor ihr. So, okay. So, bitte nicht runterpurzeln. Und einfach angehen. So, denn bis ganz früh morgens waiten. Ja, die laut Quest soll man hier von hier ist der beste Blick auf den Sonnenaufgang. Vielleicht bin ich jetzt auch schon zu hoch, oder? Alter, sieht das geil aus. Oh, Sonnenaufgang in Hyrule. Alter, voll schick. Okay, das Bild haben wir. Cool. Ja, warum ist denn hier nichts? Richtig enttäuscht, weil eigentlich war doch hier so ein schöner Ort und ihr wisst es doch noch und... jetzt ist hier nicht mal mehr irgendwie... Jetzt ist ja eigentlich gar nichts. Vielleicht noch irgendeine geile Höhle hier oder so. Obwohl ich jetzt eigentlich mich nicht gerne ablenken lassen würde wollen. Ah, ich mach's ja dann trotzdem, ne? Nee, ist ja wohl ein schöner See mit Enten. Kleinen Entchen drinne. Was ist hier für einer? Alter, einfach so ein einzelner Typ? Oh, der hat, okay. Als ob der Baum greift ihn nicht an, oder was? Cool. Oh, Schleichglöckchen. Ja, er rastet gleich aus, Heulgabel in den Po. Nee, das Ding hier, yay. Der ganze Baum, ey, die ganzen Äpfel fallen gelassen. So, hell mit den Apples. So, mehr will ich doch ja nicht. Tschüss. Ja, vielleicht noch die Schleichglöckchen mitnehmen. So, wo ist denn jetzt hier? War da irgendwo so ein Weg? Ich will aber bloß den Weg gucken. Oh, also ein dicker Stier. So, guck mal, da war doch schon wieder was zum Bauen. Brückenteile oder so. Alter, wie das hier aussieht. War ich hier denn eigentlich schon mal? Nee, hier war ich ja auch noch nicht an der Araizo-Küste. Aber ich glaube, damals war hier irgendwie so ein... Auch so eine Quest, dass man da was retten musste. Sonst wäre alle den Bach runtergegangen. Der Typ ist ja doch nicht hier am Weg. Hier ist noch so viel schöne Sachen, wisst ihr? Aber hier waren wir auch noch überhaupt nicht. Aber irgendwann kommen wir bestimmt nochmal hier hin, weil hier wird irgendwo eine Höhle sein. Oder zur Not halt irgendwelche Crocs. Nee. Das kommt schon alles noch. Nun gut, wo gehe ich denn dann jetzt hin? Ich habe das Foto von schönen Dingen, ne? Wo war jetzt mit dem... Warte mal, hier ist dieses Herz, was heile ist. Wo war jetzt nochmal das Herz, was kaputt ist? Dieses komische, richtig traurige Herz. Das war... Ja, okay, das ist hier von, aus der Perspektive sind eindeutig zu klein. Ah, hier war das, genau. Und hier war ich schon mal, weil hier ist dieser komische, hier ist halt so ein komischer, schöner Kirschbaum. Ne? Komme ich da irgendwie von hier hin? Oder soll ich doch lieber einfach dahin fliegen vom Turm aus? Doch vom Turm aus mit meiner geilen Rüstung. Das ist besser. Ja, und dann, Leute, beim nächsten Mal geht's dann einfach direkt weiter mit neuen Fotos. Ich glaube, für heute ist erstmal Schluss. Leider kein verliebtes Ehepaar gefunden, aber wir haben wieder richtig viel Kohle. Na, ich hoffe, euch hat die Roomtour gefallen. Schreibt mir gerne mal, ob ihr dieses Feature auch benutzt habt und wie ihr euer Haus gestaltet habt. Ich könnte mir fast vorstellen, die meisten benutzen das irgendwie für die Waffen, oder? Weil sind ja so seltene Waffen. Ich meine, ja, die sind an sich nicht selten. Die kannst du immer wieder neu dir kaufen. Aber irgendwie sind doch so schick. Die sind doch so schick. Naja, Leute, es war wieder schick, dass ihr eingeschaltet habt. Und dann vielen Dank fürs Interesse. Und bis zum nächsten Part. Die Fotosafari geht weiter. Ciao, ciao.